Häuser aus Holz mit Hammer und Nägeln zu bauen, ist beim derzeitigen Stand der Technik wirklich absurd. Dieses Verfahren wird ohnehin voraussichtlich genauso verschwinden wie die produzierende Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten. Eine aktuelle Studie des Ökonomen David Attore vom MIT besagt, dass die Arbeit unserer Mittelschicht überflüssig und allmählich durch Automatisierung ersetzt wird. Mechanisierung ist ganz einfach viel produktiver, effizienter und nachhaltiger als menschliche Arbeit. Dies gilt praktisch für jeden Bereich der heutigen Wirtschaft. Maschinen brauchen weder Urlaub, Pausen, Versicherungen noch Rente und sie können 24 Stunden am Tag arbeiten, jeden Tag. Produktionspotenzial und Genauigkeit sind verglichen mit menschlicher Arbeitsleistung unerreicht. Die Quintessenz ist, monotone menschliche Arbeit wird weltweit überflüssig und sinnlos werden. Und die Arbeitslosigkeit, die wir heute um uns herum sehen, ist im Grunde ein Ergebnis der Evolution technischer Effizienz. Seit Jahren haben Marktwirtschaftler dieses wachsende Phänomen abgetan, welches technologisch bedingte Arbeitslosigkeit genannt werden könnte. Es schien, als würden immer neue Sektoren auftauchen, um die freigesetzten Arbeitskräfte wieder aufzunehmen. Heute ist der Dienstleistungssektor die letzte wirkliche Anlaufstelle und beschäftigt derzeit über 80% der amerikanischen Arbeiterschaft. In den meisten anderen Industrieländern ist das Verhältnis ähnlich. Allerdings wird auch dieser Sektor mittlerweile zunehmend mit automatisierten Kiosks, Restaurants und sogar Geschäften unter Druck gesetzt. Ökonomen geben jetzt endlich zu, was sie seit Jahren geleugnet haben. Technologisch bedingte Arbeitslosigkeit bringt die Menschen in der gegenwärtigen Arbeitsmarktkrise nicht nur in Verzweiflung. Je mehr sich die Rezession vertieft, desto schneller wird die Industrie mechanisiert. Der Haken, der dabei übersehen wird, ist: Je mehr man automatisiert, um Kosten zu sparen, desto mehr Leute werden entlassen und desto mehr wird die öffentliche Kaufkraft reduziert. Das heißt, obwohl die Firmen günstiger produzieren können, haben immer weniger Leute Geld, irgendetwas zu kaufen, und zwar unabhängig davon, wie billig die Sachen geworden sind. Die Quintessenz ist, dass das Spiel Arbeit für Einkommen sich langsam dem Ende nähert. In der Tat, wenn man sich die heute existierenden Jobs einmal anschaut, die die Automatisierung, würde sie konsequent eingesetzt, übernehmen könnte, sieht man, dass 75% der globalen Arbeiterschaft schon morgen überflüssig wäre.